Ja, was soll ich sagen, Leute? I'm a simple woman. Ich habe hier einfach was Wunderschönes entdeckt. Und das macht mich sehr glücklich. Und ich fühle mich auch überhaupt nicht schlecht. Die Frage ist halt, brauchen wir wirklich so viele Steinmühlen? Ich bin auch noch, da gibt hier so unbefleckte Herzen, glaube ich. Alter, so beiläufig. Ja, der wird kaputt geprügelt. Was haben wir denn hier gekriegt? On top. Weiß gar nicht, ob wir sonst irgendwas bekommen haben. Das sehen wir gleich. Aber jetzt können wir das Ding ausbauen, ne? Ja. Ich glaube zumindest. Also ich glaube, wir können jetzt unbefleckte Herzen oder so dingsen. So, ja, Aktionsrad. Warte mal. Oh. Wenn du auf Steuerung gehst, hast du jetzt so einen Vampirzahn. Bluthunger heißt das? Ja, Bluthunger. Wenn du in der Form rumläufst, dann siehst du direkt immer die Blutgruppe und die Qualität. Oh mein Gott. Das ist mega angenehm, ne? Okay, das ist ultra geil. Holy shit. Das heißt, man kann basically gleich gucken, ob man sich noch wen klauen möchte. Muss nicht immer mit der Maus drüber haben. Nice. Sehr, sehr cool. Genau, so kann man sich ein bisschen effizienter den richtigen Freund suchen. Den richtigen Hausmensch. Das ist nicht moralisch verwerflich. Das ist nur mal moralisch verwerflich, wenn du es moralisch verwerflich machst. Naja, machen wir ja auch mit anderen Kreaturen, ne? Auf dieselbe Art. Eben. Funktioniert das ja hier. Also. Eben, it's basically the same. Für jemanden, der in der Hackordnung weiter oben steht, sind wir dann halt das Nutztier. So. Also der Mensch. Wenn man das moralisch verwerflich findet, dann würde ich sogar sagen, dass das vielleicht sogar ein bisschen heuchlerisch ist. Jetzt geh doch weg mit dieser Logik. Oh, ich sterbe gleich hier an sehr vielen Mobs, die ich gepult habe. Upsi. Oh ja, wir können jetzt aus 200 Blutessenz können wir verbesserte Blutessenz machen, das ist ja gut. Aber gleich upgraden. Mega nice. Okay, alles, was ich anhabe, ist RIP. Ja, wir kriegen relativ schnell jetzt dann auch neue Rüstung, sprich musst du nicht mehr reparieren wahrscheinlich. Wobei musst du schon, weil wir dafür ewig viel Baumwolle fahren müssen, glaube ich. Goldener Schmuck. Komm. Zum Eisen. Hey, wen haben wir hier? Hallo, na? Hallo. Ich hab bloß einen roten Namen gesehen. Du wirst leider nur noch rot angezeigt. Hier. Wie, ich werde rot angezeigt? Naja, weil du irgendjemanden getötet hattest aus unserer Gruppe. Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht, hab ich wirklich nicht. Maxim war im Kampf vorhin mit uns, beziehungsweise hatte im Kampf auf dich geschossen, Knecht. Die seitdem waren so rot. Maxim. Maxim. Ich hab nichts getan, ich schwör. Viel Spaß noch hier. Tschüss, viel Spaß. Miep, miep. Ach, ich lauf schon wieder falsch.
finde nur mega schlechte Werte. Hallo Limpo. Wird Zeit, wieder nach Hause zu kommen jetzt. Hallo Malfox. Es wird Zeit, nach Hause zu laufen. Also hier runter dann wahrscheinlich. Achso, ich laufe ja jedes Mal falsch. Aber ich habe auch noch keine einzige Wasserstelle mit... Das sind keine Blubber, ne? Das ist ein Stein. Ich habe auch noch keine Blubber gefunden, tatsächlich. Ich habe jetzt eh schon immer eine Angel mit, aber... Ich guck mal da oben. Bei der anderen Wasserstelle. Das sind Blubber, oder? Ach, das hat funktioniert. Ich habe einen Fisch geholt. Ja, geil, dann haben wir jetzt rausgefunden, wie Angeln geht. Aber so wirklich viel Angeln auf einmal wird eher schwer werden, wenn ich hier bei einem Seemann nur so vereinzelten Blubber finde. Mega, Linpo, mega. Hallo, Lucio. Gerade keine Zeit für dich hier. Ich wollte hier nur gucken, ob ich hier noch... Nee. Okay. Ah, ich muss meine ganze Kleidung reparieren, ey. Dankeschön, Lord Tischler, für den Prime und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Next Equipment, Campingstuhl und Angelhut. Ja. Wäre doch auch was. Wäre dort auch was. Ach du heilige Scheiße, das wird ja auch richtig groß gerade. Bang. Wir haben mehr Platz. Oh mein Gott, das ist jetzt riesig. Ja, wir bauen jetzt unten erstmal fertig. Das mache ich jetzt gleich. Ich bekomme mein Blut weg. Ich krieg mein Blut weg. Ich bin schon deswegen glücklich. Aha, wir können jetzt aus 200 Blut zu einer Blutessenz machen. Sprich, wir brauchen jetzt tatsächlich sehr viel von dem Blut, glaube ich. Nice, wir haben sehr, sehr viel von dem Blut. Ich habe noch einen neuen Boden geleert. Ja. Neue Steine. Sind wir die einzigen aus unserer Truppe, die da sind? Ja. Oh, und ich habe gnadenlose Eisenhauermesser gefunden. Oh, das ist cool. Die hatten wir auch noch nicht. Ah ja, du hast den einen ja getötet. Ja, also die Frage ist halt, soll ich wirklich anfangen, jetzt einen Stall quasi zu bauen? Oder wollen wir alles in ein Gebäude ballern? Ja, wir haben jetzt quasi, warte mal, ich... Du kannst mal kurz mit mir vor die Tür kommen. Ich komme mit dir kurz vor die Tür, aber ich will mich nicht prügeln. Damit wir uns schön aufs Maul holen. Nee, das hier unten wird ja alles dann quasi der Eingangsraum. Das hier ist ja alles noch Platz, den wir gleich haben werden. Gott, mach die Tür zu. Ja. Das hier wird jetzt gleich alles Platz. Ja. Aber würde sich ein Stall unten nicht trotzdem anbieten?
Ja, denke schon. Weil ich denke mir halt, also wenn ich überlege, wie viele Bausachen und Loot-Sachen und Schlafplätze und wir sind 10 Leute. Also ich weiß es nicht. Ja. Also ich denke auch, dass ich das so ein kleiner Stall nicht verkehrt wäre. Und dann parken wir die Pferde einfach alle draußen. Und ich kann ja sonst hier in der Ecke ein Verlies reinsetzen. Ja, also was wir brauchen, ist dann auch so ganz viele kleine Räume. Wir brauchen da unten einen Garten wahrscheinlich, wo wir dann so Baumwolle anpflanzen, so ein Kram. Ja, dann fange ich unten einfach an. Alchemieboden, also einen Alchemieraum. Die Frage ist nur, ja, weil dann würde ich nämlich halt alle wichtigen Sachen in das Hauptding packen, das nicht geradet werden darf. Und alle nicht so wichtigen Sachen halt in quasi, ja, einen Stall. Und dann haben wir unten einfach... Aber das unten ist immer noch unser Hauptding. Das darf immer noch nicht geradet werden. Ja, ja, ich weiß, das aber geht sich das aus, dass wir die Pferde da auch unterbringen? Gehen wir dann gleich. Ich denke schon, du verbrennst. Denkst du schon? Glaubst du nicht, ich denke schon, dass wir jetzt erstmal genug Platz haben. So, aber das... Okay. An sich ist mehr Platz immer ganz... Also, je mehr Platz wir haben, desto mehr von den ganzen Schmieden, Schmelzen und so können wir halt hinstellen, was alles deutlich schneller macht. Ne? Deswegen weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, den Platz dann für Pferde zu benutzen. Oder ob wir einfach irgendwo, wie du gesagt hast, irgendeinen Stall bauen. So separat einfach einen Stall hinsetzen, wo wir hinlaufen können, wenn wir ein Pferd brauchen. Ja, das wäre halt beim Ausgang halt praktisch. Ne? Du kommst halt raus ja. Und dann hast du rechts einfach Pferde. Ja, ist vielleicht eine gute Idee, ne? Ich platziere hier mal Boden, damit ich weiß, bis wohin das geht. Ach, das hast du eh schon überall. Bis zur Grenze. An Boden. Hm. Genau. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das aufteile gleich. Wir das gucken. Also wenn wir jetzt hier unser Hauptding haben, dann wäre hier halt ein Stall sinnvoll, oder? Ich glaube, man kann keinen zweiten Stock bauen. Ich glaube, die Treppen sind für solche Anhöhen. Dass man das dann quasi so setzen kann. Haben wir denn Steinziegel? Haben wir noch Steinziegel? Oh ja. Aber ich pack das mal dahin, damit sich das aufteilt in der Produktion. Ich habe vorher noch einen Steingolem getötet, einfach für Jux und Tollerei. Und ich bin gerade so happy, da ich mal 1000 Stein mit habe. Naja. Glück gehabt. Den wir vorhin irgendwie so eine halbe Stunde drauf haben mussten, der fliegt jetzt einfach so. Ja. So um. Das ist insane. Ich habe hier mir rausgenommen, einen Steinboden zu setzen, weil das geht nicht, dass wir da keine Steintüren haben. Das ist halt immer noch Holz, der Boden hier, ne? Ja, den müssen wir auch noch austauschen. Kann ich den einfach so austauschen? Nee, also ich habe nicht genug Dings, aber ich glaube, man kann das einfach drüber legen. Das wird. Also ich will ja keine Kritik hier an den gebauten Sachen äußern, aber es ist Holzboden, das geht ja wohl gar nicht. Na, Holzboden. Oh, Holzboden ist nicht okay. Ja, das heißt, dass meine Sachen kaputt sind. Ich laufe in Lumpen durch die Gegend gerade.
Lumpenpia. Einfach die Treppe ausgetauscht, wenn ich da drüber laufe. Ja. Aber das sieht da unten schon echt cool aus. Wir müssen jetzt nur das Tor versetzen, ne? Dass das jetzt unten ist. Ja, genau. Kann ich das einfach ja, ich kann das einfach aufheben. Wo ist denn unser Schwefel hin? Hast du Plan, wo unser Schwefel ist? Nee. Haben wir hier noch keinen Torbogen? Nee, den muss. Doch, der müsste eigentlich drin sein, der Torbogen. Safe? Weil ich konnte es nicht reinsetzen gerade. Versteckter Eingang. So, jetzt. Ah, jetzt. Oh ja. Kommen Sie Tür? Ach, neben den Öfen, klar. Ups. Ach, gut, genau. Und jetzt ist das diese rote Tür. Jawohl. Yes, nice. Chemieboden. Wo sind denn die Tore? Brauchen wir denn Schneidereibodenbelag? Wände. Hier sind doch bestimmt auch Tore, ne? Das sind Säulen, Schlosstore, Bretter. Ey, ich habe schon wieder das Bedürfnis, einfach lauter Fenster und Teppiche. Das ist einfach ganz schlimm. Ja, Fenster können wir einfach reinmachen dann noch. Das ist aber Fenster dazu haben ist schon ganz cool, glaube ich. Ja, sieht halt nice aus. Dann setze ich mal Fenster. Wo war der? Da sieht der ja viel cooler aus. Nein, ich kann den nicht wieder abbauen. Wen? Den Teppich. Klar. Findest du den hier besser? Oh nee, der hat so ein komisches Muster, ne? Ich finde den schwarzen besser tatsächlich. Also ich glaube den roten für so Akzente geil, aber nicht für ein ganzes Zimmer. Ja, ja, da kriegt man, da dreht's einen, ja. Das ist Schneiderei. Das wird Schneiderei hier drin? Ja. Das ist ja riesig. Dann haben wir hier nur irgendwas. Naja, ich meine, zur Not kann man den immer noch splitten, den Raum. Safe. Wo machen wir dann Schlafgemächer hin? Hinten oben? Also ganz oben draußen? Das ist eine gute Frage. Oh. Okay, ich werde auf definitiv einen Stall bauen, weil diese Pferde gehen mir richtig auf den Sack. Erstmal die Gerberei jetzt mit hier. Die Pferde stehen aber überall in der Gegend rum. Ja, dann nehme ich den Webstuhl mit runter, ne? Ja. See.
mal darüber dann bewegen. Oh Gott. Upsi. Weil da oben kommt gleich. Ich muss dieses Holzbearbeitungs- oder kommt das Holzbearbeitungsding in die andere Ecke? Die Holzbearbeitung, die muss in dem Production Room bleiben. Die muss in dem an. Achso, die bleibt dort. Bleibt das da drüben? Bleibt hier oben. Das bleibt der Produktionsraum. Ja, das okay. Bleibt hier, ja. Also wenn du draufklickst, siehst du oben rechts, hat passenden Boden und wenn das aktiviert ist, dann bleibt das auch in dem Raum drin. Ach, es gibt dafür passende Böden. Ja, hier ist Produktionsboden und wenn der komplette Raum damit voll ist, dann wird das der Produktionsraum. Und alle Sachen, die den Boden brauchen, wie zum Beispiel die Holzbearbeitung, die brauchen dann ein Viertel weniger Material, um irgendwas herzustellen. Da braucht man halt 15 Holz statt 20 zum Beispiel. Ach, das ist ja mega sick. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Dann packe ich das wieder ein bisschen näher hier hin, damit das nicht so weggezogen ist. Was wir machen können, ist die Stoffe und so, also die Schränke für Stoffe und so nach unten tragen. Schaut das doof aus? Ist das blöd, wenn da so zwei Fenster nebeneinander sind? Wo bist du denn? Ich stehe direkt da, wo du gerade warst. Oh. Hä? In der Schneiderei unten? Ja, ja. Ah ja, klar. Das sehe ich auf der Karte. Und dann jetzt halt noch ein schönes Fenster und Vorhänge cool. Rein. Ja. Die Sonne kann durch das Fenster. Ja, dafür kriegen wir ja Vorhänge. Gebt mir eine Sekunde. Nein, die Sonne. Also ich lass Vlesk das Inhaltliche machen und ich mach Vorhänge. Ja, das passt mir auch gut. Dann sagst du mir, wo in welchem Raum was wie bleiben muss und ich schieb die Sachen dann so hin, dass die leicht erreichbar sind und dass ich Platz für Deko-Elemente habe. Viel mehr Platz, ne? Wir haben so wenig Platz hier drin. Ne? Ja, das machen wir. Lass mich nur machen. Ich fange jetzt an mit Deko-Kram. Was ist Far Rising? Speer aus Flipper. Ah, oh, schön. Wie viel Glas darf ich theoretisch gesehen aufbrauchen? Oh, ich habe keine Ahnung. Das nehme ich als ja. Glas jetzt gleich brauchen, aber... Wir haben ja gerade ausgebaut, oder? Zur Not kann man das ja wieder farmen. Also das ist ja... Ja, eben. Das ist ja komplett egal. Dann klaue ich das. Wo ist das denn, das Glas? Ich weiß gar nicht, wo das... Ah, da haben wir das untergebracht. Das ist noch in den Schmelzöfen. Ja, wir sagen einfach, wir hatten es nie. Wenn wir es nie hatten, kann es niemand vermissen. Ja, das stimmt. Glas ist sehr kostbar später. Ja, Fenster sind auch kostbar, meine Freunde, der mangelnden Innenarchitektur. Preise kommt nach unten. I mean, look at it. It's beautiful. Pia wechselt in den Baumodus. 18 Stunden später muss neu starten, weil es nicht symmetrisch ist. Das Problem ist, es könnte tatsächlich passieren. Das könnte tatsächlich passieren. Hast du den Stoff geklaut? Ja, das habe ich in die Schneiderei unten reingestellt. So. Also da steht da ein Schrank. Das ergibt ja keinen Sinn, wenn das... Ich würde auch hier das Lager machen, tatsächlich. Ja. Ich finde die Idee ganz gut. Ich mache hier Boden rein und stelle dann alle Schränke nach unten in Mitte. Ich stand halt einfach dort und dachte mir, da fehlt was. Da ist doch eine Lücke. Ja, das war... Vielleicht war ich das, wer weiß genau. Ja. Aber wir brauchen auch einen guten, also wir brauchen auch einen guten Entrance, ne? Also. Ja, da würde ich. Also eine schöne, geile Statue einfach. Das geht anders nicht. Wir müssen flexen.
Machen wir jetzt gleich. Wir haben Teppichrollen. Wir haben Teppichrollen, aber keinen Stoff mehr. Welchen Stoff brauchst du? Ich brauche einfach für Vorhänge so Tücher, bräuchte ich theoretisch. Ach so, ja, die hab ich mitgenommen, weil ich den Webstuhl daraus gemacht habe. Ich habe es hingeschmissen. Geil. Es gibt, warte mal, im Founders Pack gibt es 27 weitere Statuen und das sagte mir erst jetzt. Scheiße. Ich muss gleich das Spiel ganz kurz neu starten. Ich muss unter Umständen etwas kaufen gehen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Tapete. Es gibt noch Tapete. Mal gucken. Ach, dann wird das so. Ah. Dann wird das so ein richtiger Raum, ne? Was kostet das denn? Ah, das kostet nur Bretter. Easy. Ich weiß halt nicht, ob er die dann von draußen... Nee, von draußen macht er die nicht. Okay. Wollte schon sagen. Das wäre nämlich nicht so gut. Ich habe kein Tapetenproblem. Ich habe nur eins ohne. Ich habe das ganze Holz aufgebraucht. Kann doch gar nicht sein. Nee, Tapete ist doch nicht außen, oder? Nee, Tapete ist nicht außen. Von außen sieht das immer noch fancy aus. Alles gut. Von außen sieht das immer noch fancy aus. Sehr schön, Maxim, morgen wird sich aufregen, wie man nur für die Deko die ganze Metzhaus raushauen kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich sehe das so wie der Chat. Eine gute Arbeitsatmosphäre erhöht die Produktivität. Ich bin Team Produktivität. Dalu wird sich beschweren. Wir behaupten einfach, dass es nicht ich war. Wir geben irgendwem anderen die Schuld. Dann ist das kein Problem. Ich hab hier nichts, ich hab damit nichts zu tun. Das sieht doch hübsch aus. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, und dann wollen wir hier... Warum haben wir nicht die Vornehmen? Ich würde gerne eine Petition starten.
Es gibt hier andere Regale, die passen in diesen Raum besser rein. Kannst du dieses Bücherregal woanders gebrauchen, dieses eine? Ja, nehme ich mit. Geil, weil dann setze ich hier zwei andere hin. Dann musst du das nur umbenennen, glaube ich. Wie hieß das denn? Und umsortieren. Stoffe. Stoffe. Jawohl. Habe ich mitgenommen. Ah, ich habe hier eine Wand vergessen. Danke, Chat, für den Hinweis. Oh, das DLC hat auch weitere Tapeten. Okay, ich bin gleich wieder da, Vlask. Ich muss mal ganz kurz. Bevor ich hier lauter Tapeten nutze. Gott, ich liebe dieses Spiel. Ich muss ganz kurz was kaufen gehen. Ja, das ist ja auch, also. Shopseite. Genau, wir wollen einmal Founders Pack haben und dann wollen wir einmal, es ist auch ein geiles Spiel, also man muss auch sagen, das Spiel gehört unterstützt. Das Spiel gehört auch unterstützt. So, und dann gibt es Draculas Relics Pack. Es sind zwei DLCs, die es gerade gibt, ne? Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich bin unschuldig. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Bitte sehr. Kein Problem. Danke, dass ich spielen darf. Dankeschön, Thor, für die 7 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich bin sehr glücklich gerade. Sehr, sehr glücklich gerade. Ah, das ist seit langem endlich mal wieder ein Spiel, das mich so richtig catcht. Wo ich so richtig merke, yo, das macht mich richtig, richtig happy. Also, holy shit. So, wir sind bereit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da sind jetzt überall neue Sachen dabei, ne? Oh mein Gott. Ich sehe halt noch nicht, was neu ist. Ah, da gibt's andere Böden. Okay, wir haben ein Problem, Vlask. Also es ist kein Problem, aber wie stehst du zu königlichen Teppichen? Finde ich cool. Ist ein bisschen prunkvoll, kann das ja sein, oder nicht? Ich denke, ich hoffe auch. Ist das der Start? Das ist der Rand. Stell dir mal vor, wir haben hier einfach so Teppich außenrum. Ja, das ist die Überlegung. Ja, das ist die Überlegung. Ist das prunkvoll genug? Das ist wirklich, das ist auf jeden Fall sehr prunkvoll. Oh, das sieht ja mega cool aus. Das hat sich jetzt schon ausgezahlt, dass ich Geld ausgegeben habe. Hä, aber das ist doch richtig cool. Ich finde das nice. Holt mich ab. Oh, schön. So, und jetzt habe ich keinen Stoff mehr. Ich muss Stoff suchen gehen. Ja, ich gehe jetzt auch gleich mal Baumwolle farmen. Es gibt Movement Speed auf den Teppichen. Are you kidding me? Echt? Das ist nicht euer Ernst, oder? Wirklich? Die verarschen dich, glaube ich. Ihr verarscht mich doch. Nee, Chat ist sich einig. Oh Gott, es gibt auch blutrote Fenster. Oh mein Gott. Und wir könnten theoretisch gesehen jetzt auch ein königliches Tor bauen.
Ja. Ja, gibt eine Bewegungsgeschwindigkeit von 0,6. Königliche Innenmauern. Das klingt auch schön. Okay, wir sollten uns erstmal um Säulenornamente. Oh mein Gott. Jetzt kurz hier. Halt hier jetzt mega cool diese Dinger bauen. Ja, ich finde die eigentlich auch ganz nett so. Also ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich finde das eigentlich. Ach, da können wir dann Garten, Gieß, Dingspflanze, Dingsterbums da hinpacken. Ja, das sieht eigentlich alles ganz, ganz hübsch aus. Königliche Feuerstahlen. So, wir brauchen hier ein bisschen Licht auf jeden Fall. Sonst wird das nichts. Und dann wollen wir hier bestimmt auch noch ein Gemälde einfach haben. Ja, was soll ich sagen, Leute? I'm a simple woman. Ich hab hier einfach was Wunderschönes entdeckt. Und es macht mich sehr glücklich. Und ich fühle mich auch überhaupt nicht schlecht. Was soll ich sagen? I'm a simple woman. Wo kriege ich denn eigentlich diese Steinbasis-Dinger her? Ach, Steinkörper. Ich brauche Lehm dafür. Haben wir Lehm? Woher bekomme ich Lehm? Den neuen Sarg. Ui, da muss ich auch gleich gucken. So, dann haben wir hier... Ja, das muss halt alles schön heimelig aussehen. Das ist halt... Ich kann da gar nichts für. So, dann machen wir noch hier Beleuchtung. Ich brauche Bretter. Ich muss hier oben auch die ganzen Lampen nochmal umbauen. Das ist alles sehr chaotisch. Hier oben noch, das bauen wir alles nochmal in Ruhe um, damit das schön sauber und ordentlich wird. Ja, du brauchst Blut. Du musst immer Blut drin haben, damit sie bestehen bleibt, die Base.
Hier hinten passt auf jeden Fall auch nochmal ein Bild hin. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das sieht doch alles... Also ihr habt ja gar nichts. Ich bin eigentlich die Einzige, die da die ganze Zeit Stress bekommt gerade, ne? Es hat sich eigentlich niemand beschwert. Nur ich habe meinen eigenen Stress hier. Ja, man muss an der Stelle auch sagen, ja, wir bauen Deko und Team B baut sicher nicht nur, also Team A geht sicher auch noch mehr für den Grind, aber ich war ja auch voll am Farmen mit beteiligt. Also ich brauche da ja jetzt nicht einfach blind die Ressourcen der anderen auf. Ich habe ja auch komplett mitgefarmt heute. Was ist in dem Raum hier geplant, Vlesk? Da, wo noch kein Boden drin ist? Ja, genau. Der Garten. Oh. Gartenboden rein. Ich hole eben das Blut für den Gartenboden. Oh, nice. Boden rein. Upsi. Hallo Florian. Chat fragt gerade, ob man für den Garten theoretisch die Wände entfernen könnte, wie eine Art Balkon. Das würde gehen, theoretisch, ne? Es geht leider nicht, weil dann keine Überdachung ist. Also es geht theoretisch, nee, warte, es geht gar nicht, glaube ich. Du brauchst einen kompletten Raum und den passenden Boden, damit du dann halt, damit du den Bonus kriegst. Ah, dann geht das nicht, Chat. Also mit Fenstern geht's halt, ne? Aber du kannst nicht einen Balkon machen. Das geht leider gar nicht, glaube ich. Ja, dann baue ich da jetzt Fenster rein, wenn ich darf. Das geht, ja. Ich finde das ganz gut, wenn ich bei Inhalt bleibe und du dich einfach um das Optische kümmerst. Das ist nicht meine Stärke, glaube ich. Halt die Frage, ob mit oder ohne Scheiben, ne? Aber ich finde es so eigentlich auch ganz hübsch. Findet ihr echt ohne? Mit, ohne, mit, ohne. Ich stehe hier vor der Team A-Base gerade. Alter, wie frech. Ja, aber wenn wir Gartenzäune machen, Leute, dann kriegen wir den Bonus nicht. Das war ja gerade das, worum es ging. Dann geht das Ding nicht.
Ich finde das so echt hübsch. Also ich würde das echt so lassen. Ich finde das echt passend. To be honest. Ich weiß nicht, es geht einfach um den Garten. Ich weiß nicht genau, was da noch geplant ist drin. Was ist in dem Raum daneben geplant, wo die Blutpresse drin ist? Was ist das für ein Boden? Das ist Alchemieboden. Da kommen dann so alchemitische Blutpressen und so rein. Haben wir die Alchemietische schon? Kann ich die irgendwo hinschieben oder? Die baue ich nachher noch, die haben wir noch nicht. Alles klar. Dann fange ich an, oben aufzuräumen. Jawohl. Und in dem Holzraum bleibt jetzt alles, ne? Also alles, was da drin ist, gerade an Geräten, bleibt auch da drinnen. Mhm. Da ist nur die Frage, ob man dann vielleicht irgendwann den Raum größer machen muss oder so, keine Ahnung. Ich glaube so, der Holzraum vielleicht nicht, aber die Schmelzen, die glaube ich, sind sehr wichtig. Okay. Und auch der Gelehrten, also der Forschungstisch, der kommt auch in den Holzraum, muss der nicht raus? Bei denen ist es egal, die haben ja keine Produktion. Ach, die haben... Wenn du draufklickst, die haben glaube ich nichts. Wie sieht man das? Wie sehe ich denn das? Wenn du F drückst und dann nichts steht, dann braucht es auch nichts. Ah, hat passenden Boden im besagten Burgzimmer. Okay, das heißt, wir bräuchten eigentlich noch einen neutralen Raum, wo wir dann das Forschungsding hinpacken. Dann verschiebe ich dich jetzt erstmal noch hier nach draußen, wo du nicht im Weg bist. Okay. Da haben wir Steinkram drin, ne? Das sind alles Mühlen. Dann lass uns doch einfach noch mehr Mühlen bauen. Aber noch Schleifsteine für. Oh Gott, die sind ja alle weg, die Sachen. Hatte ich vergessen. Das hatte ich ja vergessen. Sind die Steine auch oben? Wie es aussieht. Die sind in der. Ah, die sind in der Metallkiste. I see. Daher kam die Verwirrung. Da. Jawohl. Ja, das räumen wir alles gleich auf. Das kann man sich so ja nicht geben, wie das jetzt hier ist. Kann man sich so ja nicht geben. Wie viele Steinmühlen wollen sie bauen? Ja. So, auf zu schießen, Pia. So, haben wir hier noch mehr Lagerungsplatz? Dafür brauchen wir noch Bretter, ne? Die Frage ist halt, brauchen wir wirklich so viele Steinmühlen? Oder soll ich stattdessen Lagerung hinpacken? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Zu sagen, wir nehmen in der Mitte zwei Steinmühlen raus und packen Lagerung rein. Wahrscheinlich werden wir so viele gar nicht brauchen. Ich reiß sie wieder ab.
Ich plane das um. Ich baue hier oben viel mehr Lagerungsplatz rein. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Wie kriege ich die denn abgerissen? Ich habe noch nie versucht. Also. Ich muss die nur erst aufmachen und alles an Ressourcen rausklauen. Damit das dann, weil ich glaube nicht, dass wir, mehr brauchen werden als drei. Die gehen ja eh relativ schnell parallel immer durch. Ich glaube, ein zweiter Lagerbereich nur für Sachen ist auch besser hier. Dass es quasi so durchgeplant ist. Und dann hast du halt diese Working Stations gegenüber voneinander. Und dann... Lager abtrennen als eigenen Raum. Ich glaube, das schaffe ich vom... Also wenn ich... Mal gucken. Ich krieg ja... Das... Doch, ich krieg das da hinten platziert. Ich krieg hier ja, glaube ich, keine Wand gezogen, weil die Mühle das blockiert. Also ich krieg hier, glaube ich, keine drei Mühlen rein. Doch, wenn ich das noch ein bisschen weiter reinschiebe. Doch. Das heißt, ich könnte theoretisch gesehen sagen, wir trennen das noch ab quasi. Aber der lässt mich nicht. Doch. Das heißt, man könnte es quasi wirklich so ein bisschen abschließen, damit das nicht so nach offen hin ist. Dann ist halt die Frage, ob wir es nicht andersrum haben wollen. Ob wir dann die Produktion nicht hier haben wollen und das Lager da hinten. Obwohl. So, wenn ich das jetzt mal ganz kurz hier hinschiebe und das jetzt mal ganz kurz hier hinschiebe und dann nehmen wir... Ach, da sind immer Leute im Weg. Können die nicht woanders liegen? Erstlager, ja. Und dann... Die Frage ist nur, brauchen wir hier ein Tor? Wir brauchen immer ein Tor. Sieht viel passender aus, wenn es ein Tor hat. Und dann haben wir hier... Oder? Und dann hat man hier so einen Produktionsraum, der halt ein bisschen abgeschlossen ist. Ja, das Ding darf eh nicht geradet werden. Also hier können wir uns auch auf schön ausbauen quasi. Austoben, weil es darf nicht geradet werden. Und dann haben wir auf der einen Seite... Dann haben wir nämlich hier quasi die ganzen Holzkram und hier haben wir den Steinkram, hier haben wir die Steinsachen und hier haben wir die Holzsachen. Aber ich würde gerne die Tür hier hinschieben. Also die Tür ist, muss hier hin. Ich schaue nur gerade, ob da was im Weg ist dafür. Und dann das hier quasi hier rein. Das heißt, wir wollen erstmal... wo haben wir es? Grundlagen... Lagerung. Bretter fehlen uns gerade. Aber die Symmetrie, ja, ich muss es auf der anderen Seite dann auch bewegen. Das ist mir bewusst. Das ist mir bewusst. Aber... So laufen wir halt direkt da in die Dinger rein und das ist halt nicht schön. Also es, ich muss es bewegen. Ich habe da ja gar keine Wahl.
bin da quasi... Ach so. Weil sonst läuft man hier halt so richtig in die Holzdinger rein. Das sieht halt nicht schön aus. Wenn man da so direkt in die Dings reinrennt, if you know what I mean. Das ist halt... It's not pretty. Das so besser. Ich glaube, das so besser vom Raumklima quasi. Vom Raumklima. Aber ich glaube, das sieht so dann trotzdem besser aus, also einheitlicher aus. Und ich habe einen neuen Gefangenen. Nice. Was für ein? 98% Rogue. Oh, what the fuck? Okay, sick. Ach, haben wir den Blutaltar jetzt da? Ja, ich hab das in, das stand immer so ganz komisch im Raum rum. Okay. Das hat irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Ich hab eventuell einen Platz, wo er nicht mehr im Weg ist. Oder? Ich hab hier ein bisschen umgebaut. Oh, hey, das ist ja cool. Dann haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Storage-Platz quasi. Ja, das gefällt mir. Und, dann ist der aber da so blöd in der Ecke. Der ist eh schwer umzusetzen tatsächlich, weil du musst, der muss auf einem freien Boden sein und um den Boden rauszumachen, musst du, die Wände wegmachen. Ah, ja, dann lass uns den hier erstmal sitzen lassen. Ich würde den erstmal lassen, ja, das ist richtig nervig, das alles abzubauen. Jawohl. Wecker. Dann klaue ich mir den Blutaltar hier kurz. Der braucht auch keinen speziellen Raum, ne? Der Blutaltar, glaube ich. Nö, der braucht gar nichts. Einmal geklaut. Ja, die Zellen kommen noch. Die Zellen kommen noch aus der Schlafkammer. Die bleiben nicht da drin, Chat. Alles gut. Don't panic. Wir brauchen hier auch noch irgendwie Fenster. Und ich weiß noch nicht, wie ich hier die Fenster schön reinbekomme. Ich hab doch den... Bitte? Ich hab doch den Gartenboden gelernt, oder? Wo ist denn der Blutaltar hin? Ach, da hinten. Ich hab den da hinten hingeschoben, ja. Dass der ein bisschen epischer aussieht. Ah. Pflastersteine braucht man. Mein Chat schreibt mir die ganze Zeit schon, Bart und Dalo werden sich freuen und ich weiß nicht, ob sie es sarkastisch meinen oder nicht. Kommen zurück und alles ist umgebaut. Alles ist anders. Nichts sieht mehr so aus, wie es ausgesehen hat.
Tuch. Holen wir noch dazu. Dankeschön, Skim, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Den Spiegel müssen wir nachher auch noch irgendwo hinstellen. Ja, das wird schon. Das werden sie uns schon verzeihen. Hoffe ich. Ich muss nur neue Tücher sammeln gehen. So. Dann haben wir hier, das ist glaube ich auch egal, wo das ist, ne? Ja, das ist auch, dieses Ding muss auch noch woanders hin. Das passt hier noch nicht rein. Die Schmiede darf hier bleiben, aber das muss eine Schmiede werden. Da hat das Studierzimmer halt eigentlich nichts verloren. Die Frage ist halt, man könnte hier auch das Studierzimmer hinpacken, statt den Blutaltar. Das würde hier auch krass wirken, unter Umständen. Oder man macht das Studierzimmer dann hier hin, wo jetzt die Gefangenen sind, wo dann auch der Blutaltar ist. Wo haben wir denn das Gelehrten-Ding? Das ist die andere Frage. Weil das ist die Holzbearbeitungsbank. Wir hier... Ne, ich habe da noch so Feuerschalen, die ich dann hinpacken möchte. Die will hier bleiben, die einfache Werkbank. Genau, wir haben noch den Forschungstisch. Wir brauchen einfach noch einen Forschungsraum, einen schönen, einen sexy, neutralen Forschungsraum, den man auch hübsch machen kann. Aber wo? Ja, die Viecher gehen ja weg. Dann war es, wenn man den Blutaltar wirklich hier lässt? Also es macht mich auch nicht ganz glücklich. Ich sag's euch, wie es ist. Es macht mich auch nicht ganz glücklich. Aber angenommen, ich würde den Blutaltar, angenommen, ich würde den hier hin, also hier stehen lassen. Dann könnte ich nämlich das Ding hier hinschieben. Alter, diese Pferde gehen mir richtig auf den Sack hier. Und das sieht schon sehr episch aus. Ja, genau, Kaiser, aber nicht alles braucht das. Es gibt keinen Gartenraum. Das ist wirklich nur zur Deko. Sprich, wir können da so einen Balkon hinmachen. Oder ein Studierzimmer. Ja, wir brauchen aber trotzdem den Garten. Also wir brauchen ja trotzdem die Pflanzen da draus. Okay, das heißt, wir können da einen Balkon draus machen. Theoretisch. Wir sollten dann halt nur so Nebelwerfer irgendwo hin machen, damit man da auch ran kann am Tag. Ja, ist halt die Frage, wollen wir den Garten hier haben oder wollen wir den unten haben? Ja, unten geht glaube ich nicht, weil wir da nicht bauen können. Können wir gar nicht mehr weiter bauen? Haben wir alles aufgebraucht? Doch, aber unten ist ja gar nicht mehr unsere Base. Ja, ist halt die Frage, wie viel weiter die werden gehen soll. Das weiß ich auch nicht, ob man das da unten machen kann. Aber ich finde den Balkon echt süß. Also dann lass uns dort wirklich einfach einen Balkon machen. Ist halt praktisch, ne? Weil das Alchemiezimmer ist ja eh hier so. Da kommt ja der Alchemietisch da rein. Dafür braucht man die Sachen, glaube ich. Nur Bretter und Schwefel, ich mach den mal eben. So, wo setze ich jetzt diesen nervigen Forschungstisch hin? Der muss nämlich auch noch irgendwo hin. Und für den habe ich immer noch keinen Platz, der mich glücklich macht. Das ist... Warum ist der Boden hier so dreckig? Welcher Boden?
Hier ist der Boden richtig angesaut in dem Raum. Welch bist du gerade? Da, wo Holler liegt. Wo liegt Holler? Neben dem neben der Holzbearbeitungsbank. Ah, hier drin. Ist der Boden einfach dreckig? Nee, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass der einfach so ist. Ja, ich weil bin, hier gearbeitet wird, ne? Ich bin halt nicht so ganz glücklich mit dem Studierzimmer, weil ich möchte halt irgendwie, ich möchte das Studierzimmer und die Forschungsbank hätte ich gerne in einem Raum, aber ich kriege das hier nicht schön gelöst. Das macht mich so ein bisschen kirre gerade. Deswegen war die Überlegung, aber unten halt ist der Balkon auch hübscher. Mal gucken, wo wir das sonst hinpacken. Sonst vielleicht wirklich hinten in die Ecke, wo jetzt die Gefangenen sind und die Gefangenen raus. Mhm. Steinkram. Hallo, Emilino. Man, den schon wieder nicht mittig setzen. Ich flipp aus. Oh mein Gott. Das gibt mir ja... Oh. Man kann ihn alchemistisch nicht in die Mitte stellen. Das sieht so richtig schlimm aus. Mach dir keinen Stress. Ich komme. Mir fällt was ein. Okay, du machst es schon. Ich richte es. Alles gut. Wie groß muss denn die Schmiede theoretisch sein? Das ist die nächste Frage. Haben wir vor, noch eine Schmelze zu bauen? Das wäre etwas, was ich jetzt wissen müsste. Nee, gerade nicht, denke ich. Nicht? Ich weiß nicht, ob später eine benötigt wird. Vielleicht. Wahrscheinlich. Okay, dann plane ich so, dass noch mehr unterkommen. Aber vielleicht kann man halt auch einfach eine andere Base machen, weißt du? Also eine zweite Base mit mehr Schmelzen. Ach, nee, nee. Das muss nur richtig geplant werden. Wir haben ja drei gerade, ne? Ja, ja, ich habe schon das umgebaut. Das klingt erstmal eigentlich ganz gut in meinem Kopf. Ich habe schon umgebaut. Wir haben jetzt Platz für 6. Sehr nice. Wir haben Platz für 6. Wir haben dann Platz. Stell ich für auch 6. Direkt hin, ja? Wenn du welche hast, dann stell sie gerne direkt hin. Oh, Stein und Kupfererz. Das kriegen wir hin, glaube ich. Aber meint, das kriegen wir. Kriegen wir das hin? Nee, ich denke nicht. Nee, da muss man einfach farmen gehen, denke ich. Diese Pferde machen mich wahnsinnig. Hier, dann stehen sie hier. Ah, ich muss auch gleich was trinken gehen, mein Blutpegel ist nicht so gut. Mein Alkohol. Mein Alkohol. Mein Alkohol ist nicht hoch genug. Jesus. Ah. Gib mir einen Wolf. Nee, der Mittelgang wird noch bearbeitet, Chat. Alles gut, lasst mir ein bisschen Zeit. Ich brauche ein bisschen.